Die Quartalszahlen von Palantir stehen an, deswegen wird dieses Video heute extrem wichtig werden, denn der Aktienmarkt ist derzeit sehr volatil. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Derzeit werden einzelne Aktien entweder extrem belohnt oder bestraft. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen können wir sehen, dass an einem einzelnen Tag die Kurse entweder um 10-15% nach unten fallen oder umgekehrt nach oben steigen. Da stellt sich jetzt logischerweise die ganz große Frage, auf was sollten wir bei Palantir achten, um dann entscheiden zu können, in welche Richtung sich der Kurs jetzt bewegen wird. Wir werden also jetzt heute in diesem Video uns einmal hier mit den Bilanzzahlen, also mit den Financials von Palantir beschäftigen, werden auch auf die Prognose von Palantir und von den Analysten eingehen, also was wird dort überhaupt von Palantir erwartet. Und zu guter Letzt, um die Marktstimmung besser einschätzen zu können, werden wir noch einmal eine Chartanalyse durchführen. Sollte dir also wie immer dieses Video weiterhelfen und gefallen, dann kannst du mich sehr, sehr gerne kostenlos unterstützen mit einem Daumen nach oben und indem du diesen Kanal abonnierst mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date. So, dann verschwende auch keine weitere Zeit und schauen uns einfach mal gemeinsam die Financials von Palantir an. Also wie ist Palantir überhaupt fundamental aufgestellt und was können wir davon erwarten, beziehungsweise auf was genau müssen wir achten, um entscheiden zu können, in welche Richtung sich jetzt der Kurs entwickeln wird. Bei den letzten Highlights werden wir sofort sehen können, dass Palantir Gap profitabel ist, was natürlich sehr, sehr schön ist, denn das war auch einer der Gründe, warum überhaupt die Aktie dieses Jahr so stark gestiegen ist. Habe ich schon in ganz vielen Videos immer wieder mal thematisiert. Eigentlich ist Palantir, die ganzen Investoren und auch Alex Karp selbst davon ausgegangen, dass diese Gap-Profitabilität erst irgendwann in den nächsten Jahren kommen wird. War dementsprechend eine sehr schöne positive Überraschung, dass wir es jetzt schon gesehen haben. Und eine der sehr bullischen Thesen ist dann eben, dass wir sehen werden, dass Gap-Profitabilität jetzt erstmal bestehen bleibt und wir dementsprechend nächstes Jahr mit Palantir in den S&P 500 aufgenommen werden, was den Kurs nochmal auf ein ganz neues Level anheben würde. Das wird also sehr, sehr wichtig sein. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir Gap-profitabel auch bleiben werden im nächsten Quartal. Wäre das nicht der Fall, dann kannst du davon ausgehen, dass der Kurs sofort in den Keller fallen wird, was aber derzeit sehr unwahrscheinlich erscheint. Was auch sehr schön ist bei Palantir, ist einmal hier dieser angepasste freie Cashflow, denn wir haben positiven freien Cashflow bei Palantir, was jetzt in der heutigen Marktlage sehr, sehr wichtig ist. Eine Marge von ungefähr 36%, was sehr, sehr stark ist. Und sollten wir jetzt wieder in dem gleichen Bereich landen, was ich auch persönlich erwarte, dann wird der Markt damit sehr zufrieden sein und da werden wir auch keine krasse negative Reaktion oder sowas erleben. Was natürlich auch sehr schön ist bei Palantir, wenn man sich das auch mal anschaut in der Bilanz, ist natürlich das Thema Cash, denn Palantir hat sehr, sehr viel Geld beiseite getan. Das heißt, die sind sehr stark aufgestellt, auch für eine Krise, für eine Rezession und sollten viele Unternehmen vor die Hunde gehen, dann wird Palantir dieses Geld wiederum nehmen, investieren und dadurch noch deutlich stärker wachsen. Und damit kommen wir schon zu dem extrem wichtigen Thema Wachstum, was die Märkte derzeit sehr sensibel bewerten. Deswegen sollten wir da auch ein ganz besonderes Augenmerk drauf werfen, vor allem langfristig, ist dieser Posten sehr entscheidend. Also derzeit sehen wir bei Palantir ein Umsatzwachstum von 18% von Jahr zu Jahr. Und eigentlich hatte Alex Karp uns 30% versprochen. Dementsprechend sind wir jetzt sehr, sehr weit davon entfernt. Und um ehrlich zu sein, um den aktuellen Aktienkurs bei Palantir und vor allem auch das Wachstum im Aktienkurs gerechtfertigen zu können, müssten wir eigentlich mindestens ein Wachstum haben wie bei einem echten Wachstumsunternehmen. Und das sind eigentlich 20%. Das heißt, hier muss definitiv noch einiges passieren. Hier müssten wir sehen, dass das Wachstum sich beschleunigt, damit man den Aktienkurs derzeit noch gerechtfertigen kann. Sollte man jetzt auf einmal sehen, dass wir hier keine Beschleunigung im Wachstum haben, dann könnt ihr auf jeden Fall erwarten, dass der Aktienkurs negativ darauf reagieren wird. Was natürlich sehr positiv ist, ist auch hier einmal der Kundencount. Also wenn man sich schaut, wie in den USA Palantir immer mehr und mehr Kunden dazu gewinnt, ist das Ganze schon wirklich sehr, sehr stark. Denn hier haben wir ein Wachstum von ungefähr 50% von Jahr zu Jahr. Hier wäre es natürlich noch interessant zu sehen, wenn Palantir wirklich mal so richtig international gehen würde, was dort noch für Möglichkeiten wären. Derzeit konzentrieren die sich aber hauptsächlich halt auf den kommerziellen US-Bereich und hier muss ich auch ganz klar sagen, das ist mit der wichtigste Bereich, denn der staatliche Bereich von Palantir ist ganz schön, um gesichertes Einkommen zu haben und gesicherten Umsatz zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr schön, aber so richtigen Hebel kann man erst anwenden im kommerziellen Bereich, daher ist das hier sehr, sehr wichtig. Dementsprechend, wenn man sich das so mal anschaut, dann sieht man, wie stark das Ganze wächst, wie die immer wieder neue Kunden dazu gewinnen, ist schon sehr, sehr schön zu sehen. Auch wenn man sich die neuen Deals anschaut, wie die geschafft haben, noch 64 Deals mit mindestens 1 Million abzuschließen, ist das schon sehr, sehr stark. Hier 22 Deals mit 5 Millionen, 8 Deals mit 10 Millionen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr positiv. Was auch übrigens den einen oder anderen vielleicht von euch interessiert, ist das Thema Stock-Based Compensations, denn das Thema Verwässerung war bei Palantir natürlich ein ganz großes Thema im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. Jetzt mittlerweile sehen wir aber, dass das von Quartal zu Quartal immer weiter runtergeht mit den Stock-Based Compensations, dementsprechend ein sehr, sehr positives Thema. Und was auch ganz cool ist, ist auch hier einmal die Bruttomarge, die angepasste Bruttomarge,
Marge, die ist wirklich sehr, sehr konstant beim ungefähr Bereich von 80%. Ich gehe davon aus, dass hier sich auch nicht wirklich was ändern wird. Und da sollten wir auch auf jeden Fall darauf achten, dass das auch ungefähr in diesem Bereich bleiben wird. Und damit kommen wir auch schon zu einem extrem wichtigen Punkt, und zwar der Prognose von Palantir und auch der Prognose der Analysten für dieses Quartal. Und hier müsst ihr wirklich ganz genau zuhören. Denn zum einen hat Palantir selber gesagt, für das zweite Quartal erwarten die einen Umsatz von ungefähr 528 bis 532 Millionen. Da müssten wir auf jeden Fall mindestens da drin landen. Um ehrlich zu sein, müssten wir sogar eigentlich hier kurz drüber landen als das, was die selber prognostiziert haben. Da werden wir aber auch gleich nochmal sehen, was die Analysten erwarten. Dann natürlich auch das Einkommen sollte ungefähr in diesem Bereich landen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei diesem volatilen Markt müssen wir hier, wie gesagt, bei den Zahlen eigentlich immer eher am hinteren Ende landen und nicht hier ganz schwach. Und Gap-Profitabilität wird natürlich ganz wichtig sein. Für das Ende des Jahres 2023 werden natürlich hier diese Zahlen ganz wichtig sein und dort wird wieder, wie vorher schon erwähnt, natürlich entscheidend sein, dass wir in jedem einzelnen Quartal Gap-Profitabilität gesehen haben und dadurch könnten wir dann auch sehen, dass Palantir in den S&P 500 aufgenommen wird. Wenn wir uns jetzt die Erwartungen der Analysten anschauen, dann sehen wir, dass diese halt auch Earnings per Share von ungefähr 5 Cent erwarten, aber was viel wichtiger ist, ist einmal dieses Umsatzthema von ungefähr 533 Millionen, also da wird auf jeden Fall einiges mehr erwartet als das, was Palantir selber halt in der Prognose angegeben hat. Und hier muss ich ganz klar sagen, Palantir muss definitiv liefern, ansonsten wird die Aktie sehr stark abgestraft. Also nur als Beispiel, die letzten Aktien, die wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel, die abgestraft wurden, ist hier einmal Fortinet. Wenn man sich das mal anschaut, die hatten Earnings per Share sogar tatsächlich geschlagen, ungefähr 10%, der Umsatz ist aber gefallen und dementsprechend ist die Aktie in den Keller gefallen. Genau das gleiche Thema auch zum Beispiel hier bei der Aktie Enphase, wenn wir uns diese mal anschauen, EPS geschlagen, Umsatz gefallen, Aktie im Keller. Genau das gleiche Thema bei SolarEdge, wenn wir uns das mal anschauen, EPS geschlagen, Umsatz gefallen und direkt ist die Aktie im Keller. Was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, ist auch die Prognose von Palantir. Dementsprechend solltet ihr euch ganz genau anhören, was Alex Karp und das Management zu sagen hat. Denn sollte die Prognose für das nächste Quartal von Palantir nicht so positiv sein, und das haben wir jetzt auch wirklich bei sehr, sehr vielen Unternehmen gesehen, wenn da das Management oder der CEO irgendwie nicht so positiv oder so bullish gewesen ist für das nächste Quartal, sind die Kurse sofort in den Keller gefallen. Daher wird es wirklich sehr, sehr wichtig sein, dass die Prognose von Palantir für das nächste Quartal noch deutlich bullischer sein wird als das, was wir jetzt in den Zahlen sehen werden. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird die Aktie halt leider nicht weiter nach oben steigen, sondern der Markt wird darauf erstmal negativ reagieren. Was mir persönlich auch noch positiv aufgefallen ist, hier einmal beim ARK ETF, also Katie Wood. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen ETF, aber da sehen wir zum Beispiel, dass hier jetzt nicht wirklich Anteile verkauft wurden von den Quartalszahlen. Hier sieht immer noch alles ganz stabil aus und das ist erstmal soweit ein positives Zeichen. Ansonsten hätte es natürlich auch sein können, dass Katie Wood schon vorher vor den Quartalszahlen aussteigt und damit ein Signal an den Markt schickt, dass sie schon vielleicht irgendwelche News hat, dass dieses Quartal nicht so positiv laufen wird. Also das heißt, rein von den Zahlen sieht es für Palantir tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Also es kann durchaus sein, dass hier die Erwartungen der Analysten geschlagen werden, dass wir eine positive Prognose für das nächste Quartal sehen werden und dementsprechend der Kurs auch so von Palantir erstmal belohnt wird und nach oben steigt. Aber es gibt halt, wie gesagt, einige Sachen, auf die du auf jeden Fall achten solltest, falls du dich jetzt für Palantir interessierst oder investiert bist. Ist ja eh hier keine Finanzempfehlung, sondern du musst deine eigene Analyse erstellen. Aber trotzdem, wenn du das auf dem Schirm hast, dann weißt du ganz genau, was mit dem Aktienkurs passieren wird. Damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Part, und zwar zu der Chartanalyse von Palantir, um halt eben rauszufinden, okay, wie sieht denn überhaupt jetzt derzeit die Stimmung am Markt aus? Also zum Beispiel, als sich hier die 100-Tage- und die 50-Tage-Durchschnittslinie gekreuzt hatten, hatte ich ja in dem Video gesagt, dass das ein sehr, sehr bullisches Marktzeichen ist und wir sehen werden, dass die Kurse von Palantir noch weiter nach oben steigen werden. Seitdem sind die Kurse ja auch nochmal um 40% nach oben gestiegen, denn das ist wirklich ein langfristig sehr, sehr bullisches Zeichen. Wir tatsächlich sind derzeit in diesem Trendkanal, das heißt, wir haben jetzt diese zickzackartige Bewegung. Man kann immer wieder sehen, dass der Kurs hier reagiert an dieser Linie und dann dementsprechend abprallt. In dem letzten Video von Palantir hatte ich ja auch zum Beispiel einmal hier erwähnt, dass es durchaus sein kann, dass wir hier einen Ausbruch sehen werden über diese Resistance-Linie, der Kurs dann stark reagieren wird und dann eben nach unten fallen wird. Genau das hatten wir tatsächlich jetzt gesehen und jetzt sehen wir, wir sind genau auf dieser Trendlinie gelandet und der Kurs ist wieder sehr, sehr stark nach oben gestiegen. Genau vor den Quartalszahlen sehen wir aber so ein bisschen eine Schwäche. Was mir persönlich chartanalytisch ein bisschen Sorgen bereitet, ist zum einen der gesamte Markt, denn wir sehen derzeit sehr starke Volatilität und der S&P 500 geht derzeit runter. Zum anderen haben wir beim RSI-Indikator hier bei Palantir gesehen, dass wir eine Divergenz haben, das heißt eigentlich
ist die Aktie nach oben gestiegen, aber das Momentum ist hier abgeschwächt, die Luft lässt langsam nach. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen ja die Angst vor den Quartalszahlen ist, weil jetzt derzeit wirklich sehr, sehr viele Aktien abgestraft werden, aber das ist definitiv kein positives Zeichen und auch im Wochenindikator, wenn ich mir das mal anschaue, dann sehe ich, dass wir wirklich hier sehr, sehr weit im Überkaufbereich uns derzeit befinden bei Palantir. Und in diesem Bereich befindet man sich normalerweise nicht allzu lang, bevor die Aktie dann wieder einkracht. Wenn wir uns das mal anschauen, das letzte Mal, dass wir nah an diesem Bereich gewesen sind, war irgendwann das Top im Jahr 2021. Danach ging es natürlich sehr, sehr wild runter. Und wenn man sich anschaut, wie oft wir hier im Überverkaufbereich uns befunden haben, danach ging es dann halt eben deutlich nach oben. Das sollte man vielleicht auf dem Schirm behalten, bevor man jetzt all-in in die Aktie einsteigt. Aber wie gesagt, ist ja nur meine persönliche Meinung. Für mich wird dann wirklich entscheidend sein, wie die Quartalszahlen aussehen, denn die Chartanalyse ist tatsächlich vor den Quartalszahlen immer zweitrangig. Sollten nämlich die Quartalszahlen positiv oder negativ ausfallen, dann kann man davon ausgehen, dass das alles hier keinen Bestand hat und teilweise die Linien hier sehr, sehr stark durchbrochen werden. Man kann aber, wie gesagt, vorher schon so ein bisschen eine Analyse am Markt für sich rausfinden, um dann eben so die Stimmung ein bisschen einschätzen zu können. Je nachdem, wie die Quartalszahlen ausfallen werden, kann man natürlich jetzt hier von einigen Szenarien ausgehen, denn sollten die Quartalszahlen positiv sein, dann kann man definitiv davon ausgehen, dass wir hier einen Bouncer sehen werden und die Aktie erstmal wieder stark nach oben steigen wird, irgendwann hier wieder diese Trendlinie antatschen wird, bevor die dann wahrscheinlich reagieren wird und wieder nach unten steigt. Das andere Szenario wäre natürlich, wenn wir jetzt hier negative Quartalszahlen haben, dass die Aktie sofort nach unten fällt. Hier wäre dann halt, wie gesagt, diese Trendlinie und die Supportlinie hier ein sehr, sehr guter Stützpunkt, um das erstmal aufzufangen, bevor der Kurs dann wieder bounced. Es kann aber auch natürlich sein, je nachdem, wie schlecht eben die Zahlen sind und wie stark der Markt darauf reagieren möchte, dass der Kurs auch deutlich stärker nach unten fällt. Zum einen dieser anderen Support-Level, das kann jederzeit durchaus passieren. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie tief die Palantir-Aktie schon gefallen ist, dann sind wir jetzt schon um 10%. Hier unten wären es 15-16%, hier wären es schon 22%. Und hier im absoluten Tief wären ungefähr 30% drin. Wenn wir hier nach ganz unten fallen, dann wären wir natürlich auch schon sehr, sehr nah an der 50-Tage- und hier 100-Tage-Durchschnittslinie. Die würden hier dann langsam rankommen und das wäre wirklich ein fantastischer Zeitpunkt, um zumindest langfristig in Palantir einzusteigen, weil das definitiv als sehr, sehr starker Support gelten würde. Ob wir dann aber wirklich tatsächlich auch so tief fallen werden mit Palantir, kann man natürlich schwer einschätzen, wenn man nicht weiß, was in den Quartalszahlen dann eben vorgeht. Was mich natürlich interessiert, ist deine Analyse. Also was sagst du zu Palantir? Siehst du irgendwas Besonderes, ein besonderes Muster, wo du sagst, da achtest du jetzt persönlich drauf? Bist du vielleicht investiert? Bei welchen Kursen bist du investiert? Und wenn du eine bestimmte These hast, auch vor allem zu den Quartalszahlen, dann schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr, sehr stark interessieren. Sollte dir das Video geholfen und gefallen haben, kannst du mich sehr, sehr gerne kostenlos unterstützen mit einem Daumen nach oben und indem du diesen Kanal abonnierst mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date und wir sehen uns im nächsten Video.